Masters 2019 live hier von der ISPO 2019 in München. Mein Name ist Robin Rottmann. Schön, dass ihr alle mit dabei seid, sowohl hier vor Ort, wir sind super viele gerade geworden. Schön, dass so viele gerade Interesse daran haben, was hier eigentlich gerade passiert. Zum ersten Mal E-Sports hier auf der ISPO in München. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle Leute draußen auf den Empfangsgeräten, egal ob auf Twitch, auf dem offiziellen ISPO-Kanal, ob gerade im Stream auf Sport1. Schön, dass auch ihr alle mit dabei seid. Heute suchen wir einen neuen bzw. auch einen ersten Sieger der AMD Masters 2019 in Rocket League. Wir hatten einen großen Online-Qualifier, wo sich zwei Teams qualifizieren konnten und die sind heute hier nach München gereist, um heute vor Ort auf unserer E-Sport-Stage auszufechten, wer hier mit einem Preisgeld von 1.000 Euro nach Hause gehen wird und dazu noch was ganz Besonderes bekommt. Und zwar, wir haben noch eine kleine Überraschung für den Sieger. Wir haben ganz exklusiv von Nitro die neuen Gaming-Backpacks im Wert von 180 Euro mit dabei. Und die packen wir für das Siegerteam heute noch obendrauf, das perfekte Ding, um damit auf LAN zu fahren und das ganze Equipment auch mit dabei zu haben. Welche Teams haben sich eigentlich qualifiziert? Ich würde sagen, wir stellen das erste Team vor. Es musste sich im Open Qualifier durch das Lower Bracket kämpfen. Das bedeutet, sie sind mit einer Niederlage in die Verliererrunde gegangen und somit hatten sie den längsten Weg, sich hier für das große Offline-Finale zu qualifizieren. Einen großen Applaus bitte für Stage 5 Gaming! Freaky, Millennium und Fabso mit unfassbar knappen Matches im Lower Bracket haben sie es noch geschafft, sich durchzukämpfen. Immer wieder in die Matchballrunde gegangen. Und heute bin ich gespannt, was die drei hier auf LAN liefern werden. Auf der anderen Seite haben wir ein Team, das mit Glanz und Gloria durch die Gewinnerrunde sich hier für dieses Turnier qualifiziert hat. Einen großen Applaus bitte für das Team Carico! Kalix, Koka und Rizex mit wenig Problemen durch den Open Qualifier gekommen. Und an dieser Stelle natürlich erstmal für mich nochmal ein großes Dankeschön für alle Teams, die mitgespielt haben vor zwei Wochen den großen Qualifier. Natürlich auch noch das große Vergnügen, unsere Kommentatoren des Tages vorzustellen. Denn mich werdet ihr natürlich gleich für Interviews wiedersehen. Aber wir haben heute natürlich auch noch kompetentes Fachpersonal mit dabei, die euch Rocket League heute nicht nur näher bringen werden, sondern dementsprechend natürlich auch Rocket League erklären werden. Einen großen Applaus bitte für unsere beiden Caster. Caster, hier sind Vail und Beethoven. Ah, danke schön, Robin. Ja, danke für die warme Begrüßung. Wir sind Rocket League-Kommentatoren und das machen wir schon seit einigen Jahren. Wir spielen dieses Spiel seit fast einer Dekade. Gut, wir gucken uns ein bisschen die Zahlen an. Wir haben euch da mal einen Vergleich mitgebracht zwischen Freaky und Koka. Wir gucken uns die... Ja, da sind sie. Super. Und zwar sehen wir hier, Freaky, der Signaturspieler für Stage 5, hat im Qualifier 23 Tore geschossen, 13 Assists für seine Teammitglieder geliefert, 38 Saves, das heißt Paraden gespielt, den Ball vom Tor abgewehrt. 38 Saves ist übrigens Bestwert des ganzen Turniers. Freaky gerade defensiv extrem starker Spieler. Ja, das ist schon mal ein guter Kommentar, das merken wir uns. Und er hat 28 Matches gespielt und im Vergleich dazu Koka, nur 13 Tore, nur 10 Assists, auch nur 9 Paraden, aber halt auch nur 13 Spiele. Bei ihm ging das halt etwas schneller durch. Wir haben schon von diesen Best-of-Serien gesprochen. Das heißt, wir müssen diese Zahlen natürlich in Relation setzen. So, was können wir da vielleicht schon mal ableiten? Freaky, ich würde sagen, ist ein sehr, sehr guter Allrounder, aber hält sein Team definitiv defensiv zusammen. Richtig, wir sehen diese 38 Paraden in 28 Spielen, das ist viel. Ja. Viel, viel. Und gerade wenn wir auf Koka schauen, Im Durchschnitt ein Tor pro Spiel ist auch schon eine richtig gute Leistung. Richtig. Aber auch beide der Teammates von ihm offensiv sehr stark. Von daher, ich bin gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Ich bin da auch richtig drauf gespannt. Und wir sollten jetzt soweit sein, dass wir ins erste Spiel reingehen können. Stage 5 gegen Carico, die AMD Masters 2019 bei Sport1 live von der ISPO. Lass das Spiel beginnen! Kalix. Schuss aufs Tor, wird zur Seite abgelenkt von Fabso und damit verpufft diese Chance auch schon wieder. Das heißt, die Teams tasten sich etwas ab, da werden auch Autos zerstört, da ist der Raum auf einmal frei. Langer Ball durch die Mitte von Koka.
1:0 für Carrico. Wir schauen uns das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Hier Rizix nimmt den ersten Spieler raus, indem er in ihn reinfährt. Das Auto explodiert. Es gibt eine 3 Sekunden Respawn-Zeit. Er nimmt zwei Leute mit. Das heißt, kurzfristig hatten wir eine 3-gegen-1 Situation. Und das ermöglicht hier Carrico, das erste Tor der Partie zu schießen. Das war auf jeden Fall schön herausgespielt, auch mit Mitteln, die nicht direkt ersichtlich waren. Also es ist einigermaßen plötzlich entstanden, aber deswegen auch nur umso effektiver. Links dann den Ball nach vorne tragen wird. Ricky im 1-gegen-1 kann nicht klären. Schuss von Koka an den Pfosten. Oh, Kalex. Das Ding ist frei, weil Millennium von der Verteidigung abgehalten wird. Sauberes Ding. Rizix kriegt erst den Ball von Freaky und bammt dann den Torwart weg. Er fährt einfach in den Torwart rein und dadurch kann er ihn einfach nicht halten. Und letztendlich war es einfach ein offenes Tor. Ja, und das war richtig, richtig gut herausgespielt. Da haben wir auch schon mal beim zweiten Mal gesehen, vorgeführt bekommen von Carrico. Man kann nicht nur mit dem Ball spielen, sondern auch mit dem Gegner, wenn man ihn durch die Gegend schiebt oder manchmal sogar zerstört. Also es gibt eine sehr tiefe taktische Tiefe in diesem Spiel. Es ist einiges möglich für die Teams, sich hier durchzusetzen. Und gleich bricht die letzte Minute an, also nur noch 60 Sekunden Zeit für Stage 5 Gaming, hier diesen Ausgleich, den Ausgleich zu schießen. Ricky jetzt in Ballbesitz, aber man sieht, er hat keinen Boost und muss jetzt diesen Ball unbedingt nach vorne schlagen. Ist fehlgeschlagen und Koka frühstückt den Ball, der in die Mitte fliegt, ab. Eben hast du schon angesprochen, Freaky mit recht wenig Boost versucht zum Eckboost zu fahren, um den neu aufzusammeln. Aber dann wird er schon direkt von Kalex unterbrochen, der den Pass in die Mitte spielen kann. Und letztendlich Koka steht perfekt in der Mitte. Das Team, man merkt einfach, dass die sind eingespielt. Jeder weiß, wo wer steht und wo man den Ball hinspielen muss, damit da der Teammate den Ball annehmen kann. Wir sind gut durchgesetzt. Wird aber leider nicht sein Mitspieler in der Mitte. Ich habe mir kurz einfach jemanden von Carrico geschnappt, weil wir gerade ja die Namen noch nicht zuordnen können für die Leute zu Hause. Stell dich vielleicht kurz vor, wer von Carrico bist du denn? Kalex. Kalex. Unfassbar starkes erstes Match gerade von euch. Ihr habt im Open Qualifier ja schon gezeigt, dass ihr gar nicht so große Probleme hattet, um ganz ehrlich zu sein. Im letzten Match war es dann ja fast ein bisschen knapp, aber auch da seid ihr eigentlich gut drüber gerollt. Mit welchem guten Gefühl startet ihr gerade in dieses erste Match? Ja, wir sind sehr motiviert. Ist natürlich super, dass wir auf der LAN spielen können. Und ja, wir sind einfach sicher, dass wir es gewinnen können. Deswegen passt alles. Wie ist es denn für dich jetzt, mal wieder auf Bühne zu spielen in diesem Sinne? Merkst du da wieder, dass das für dich ein großer Unterschied ist? Oder kommst du da genauso gut rein wie daheim? Ist auf jeden Fall aufregend, aber also gerade fühle ich mich entspannt. Ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung, auf LAN zu spielen. Also geht. Okidoki. Ich möchte dich gar nicht zu sehr aus der Konzentration reißen. Vielen Dank. Einen großen Applaus bitte nochmal an dieser Stelle. Um abzufälschen, Kalex verpasst den Ball. Das war nicht geplant. Deswegen die Gelegenheit für Fabso, den da weit durch die Mitte nach vorne zu bringen. Freaky schafft es nicht. Das Netz ist auf einmal offen, weil man sich unten auch noch geknutscht hat mit den Autos. Schade, frühes 1:0. Das ging einfach nicht gut zusammen. Wir sehen leider Millennium und Fabso gehen zu zweit auf denselben Ball drauf. Dann haben wir das Problem, dass Freaky komplett alleine gelassen wird und der letztendlich gegen die komplette Offensive von Carrico steht und alleine versuchen muss, das ganze Ding zu verteidigen. Ja, das sagen wir mal so, den Stich haben sie in dieser Skat-Partie definitiv verloren. Frühes 1:0 für Carrico, das sich Stage 5 verpokert und das 2:0 von Koka. Der hat richtig gut gepasst. Freaky saved ihn, aber Rizix legt ihn sich selbst vor, springt an die Rückwand des Tors und passt den perfekt zu Koka. Das war gut. Und das war blendend gemacht. Blendend. Abwehr da ausgespielt mit einer ganz, ganz schnellen Kurzpass-Kombi im gegnerischen Strafraum. Fast unmöglich zu verteidigen. Hier dann natürlich auch reingegangen. Aber gerade da den Ball zweimal an der Wand zu treffen, ist eine extrem starke Leistung. Und erfordert extrem viel Übung, um sowas beherrschen zu können. Ja, das hat er definitiv gut gemacht. Und da läuft der nächste Angriff von Carrico. Mit zwei Mann gehen sie da hinten drauf. Freaky kann nicht verteidigen. Ball unter die Latte von Kalex. Und das ist deutlich. Das ist eine sehr deutliche Sprache. Poker von der Wand. Freaky kann ihn zwar klären. Allerdings wird er wieder Fabso im Tor etwas abgelenkt von den Gegnern. Und dadurch hat Kalex hier Platz zum Schießen. Aber auch perfekt unter die Latte geschossen. Da war auch kein Platz mehr. Da muss er nochmal nachsetzen. Bekommt Hilfe von Freaky. Jetzt 2-1. Koka. Ja, es geht ans Lattenkreuz und der Nachschuss ist dann nicht da. Und jetzt sind wir direkt schon wieder im Konto. Schnell im Konter. Im Konter. Schnelle Nummer. Kalex macht das 4:0. Und das ist, was Rocket League ausmacht. Es dauert nicht mal 2 Sekunden von der Verteidigung in die Offensive.
Richtig schnelles Kontertor. An sich hat Stage 5 gar nicht mal so viel falsch gemacht dabei. Guter Angriff gehabt, am Ende leider gegen den Pfosten gesetzt und nicht ins Tor. Und da kassieren sie recht schnell den Konter. Und Carrico erhöht somit auf 4:0. Guter Save von Rizex hier. Aber jetzt ist Stage 5 an dem Zeitpunkt angekommen, wo sie aggressiv spielen müssen. Jetzt in 2 Minuten 4 Tore aufzuholen. 5 Tore. 5 Tore aufzuholen. Eieiei. Koka mit einer Einzelaktion. Sowas gibt es auch. Setzt sich da durch, spielt Millennium aus und dann ist es da hinten Fabso, der es nicht mehr schafft, diesen Ball dann noch überhaupt zu klären. Kann er auch nicht, ist er nicht in der Position für. 5-0, das ist eine deutliche Sprache, das ist eine Ansage. Absolut, aber Stage 5 musste hinten aufmachen. Sie mussten aggressiv nach vorne spielen, um hier noch irgendeine Chance zu haben, dieses 4:0 bzw. jetzt 5:0 überhaupt drehen zu können. Ich spreche jetzt mal kurz mit Millennium von Stage 5 Gaming. Was ist denn gerade bei euch los? Ihr kommt gerade sehr, sehr schwer in das Spiel rein, gerade 5 Gegentore kassiert. Woran liegt es gerade bei euch? Ja, es liegt daran, die Gegner, die bauen halt gute Pressure auf, die geben richtig Druck, aber wir haben halt Probleme gerade damit, den Druck dagegen zu halten, generell unseren Speed da anzupassen und wir lassen denen halt so viele Chancen und die können halt früher an den Ball als wir. Ihr habt ja letztes Mal im Qualifier auch immer so ein bisschen länger gebraucht, erstmal, um dann am Ende den Sack zuzumachen. Jetzt gerade fällt es ja eher so ein bisschen schwer, den Sack erstmal aufzumachen. Hast du gerade irgendeine Idee? Werdet ihr jetzt nochmal gerade komplett in euch gehen, nochmal euch besprechen oder habt ihr schon genau quasi euren Weg gerade gefunden? Also wir haben schon ein paar Ideen, was wir machen wollen. Werde ich jetzt natürlich offensichtlich nicht sagen, sonst können die sich darauf einstellen. Aber mal schauen, ob das klappen wird, was wir so im Kopf haben. Ich drücke dir die Daumen. Einen großen Applaus bitte für Millennium an dieser Stelle. Und wir geben ab in einer ganz kurzen Unterbrechung und sind dann zurück mit Spiel Nummer 3. Ah, und da ist auch Koka. Also, wir haben hier wieder altbekanntes Bild. Carrico in Orange ist in der Offensive, hält den Ball in der gegnerischen Hälfte, spielt sich die Kugel zu. Richtig schönes Teil, Kalix von der Rückwand zum 1:0 mit dem tollen Passspiel. Das funktioniert einfach gerade alles bei denen. Wunderschön, Kalix zu Rizex, zurück zu Kalix. Aber bei Stage 5 haben wir wieder ein Abspracheproblem. Da stehen 2 Leute im Tor, aber keiner geht hin, um diesen Schuss irgendwie noch nur abzublocken. Ist unterm Ball unterwegs, aber dieser Schuss ist einfach nicht schnell oder gefährlich Richtung Tor geflogen. Damit auch sehr einfach zu verteidigen für Carrico. Freaky, man sieht es unten in der Ecke. Oh, das ist ein guter Pass auf Fabso. Und ich muss da einfach darauf hinweisen, Freaky, Boostanzeige bei 7, Fabso, Boostanzeige bei 0 nach dem Schuss. Die haben das mit um ganz dünn reingebracht. Das war extrem schwer. Sie waren unglaublich langsam. Wenn das nicht geklappt hätte, dann hätten sie sich wahrscheinlich einen Konter gefangen. Das auf jeden Fall. Aber wir sehen, Fabso steht perfekt in der Mitte. Ziemlich gutes Positionsspiel von den beiden. Und Freaky weiß halt einfach, wo sein Teamspieler steht und kann ihm perfekt den Ball auf die Motorhaube legen. Ja, das war ein sehr gutes Tor hier zum Ausgleich. Das ist auch das erste Tor von Stage 5 Gaming hier in diesem Finale. Und damit haben sie es zum ersten Mal geschafft, hier auch mal wieder auszugleichen. Aber Kalex fängt den Ball im Aufbauspiel ab und trifft Stage 5 Gaming einfach eiskalt. Und das ist ärgerlich. Fabso trägt den Ball raus, aber Kalex kommt einfach an, nimmt den Ball weg und keiner von Stage 5 war auch nur ansatzweise bereit dafür, dass der Ball zurückkommt. Und das ist dann einfach unglücklich. Dann hast du gerade das Erfolgserlebnis, das 1:1 und dann ganz schnell wieder in Rückstand geraten aus einem leichten Fehler, defensiv zu schnell rausgerückt. Ah, das ist unglücklich. So, und jetzt läuft wieder die letzte Minute und das Bild ist mal wieder ähnlich. Stage 5 rennt dem Rückstand hinterher, aber diesmal ist es eine machbare Aufgabe. Fabso versucht es über die Decke, setzt da nochmal nach. Ball ist gefährlich da oben. Freaky mit der Schussgelegenheit wird abgefangen, aber der Ball ist noch heiß. Millennium setzt nach, aber schafft es nicht. Rizex jetzt mit dem Ausbruchsversuch da aus der Defensive. Schafft es, den Ball weit nach vorne zu tragen. Wird dann aber von Fabso zerstört. Jetzt muss der Ball aber raus. Nein! Defensiv-Fauxpas und Kalix nutzt es auch noch aus. Und Stage 5 Gaming, da zerbröseln gerade die Chancen. Was war das denn? Freaky mit einem fragwürdigen Ball und dann wird er noch defensiv. Eieieiei. Und da sehen wir die Kommunikation bei Stage 5 Gaming. Die Jungs sind wirklich nervös mittlerweile. Millennium hätte von hinten den Ball rausspielen können. Freaky hat aber den Ball schon auf der Motorhaube, wusste nicht genau, wer nimmt den jetzt. Und letztendlich fahren sie eben beide zum Ball, was hier das 3:1 für Carrico ermöglicht. Dementsprechend gebe ich nochmal ab an Robin, der sich nochmal ein Spielerinterview besorgt hatte. Aber allerdings jetzt mit einem Spieler von Carrico. Ja. Was hat er denn zu sagen, Robin?
3:0 für Carico gerade gegen Stage 5. Rizex ist jetzt gerade bei mir. Was ist das gerade für ein Gefühl? Das sind jetzt erstmal schon mal 3 Punkte Vorsprung. Ihr könnt jetzt ein paar Fehler machen, wenn ihr natürlich wollt. Wie wirst du dich jetzt dafür motivieren, dass eben das nicht passiert und die Konzentration weit oben bleibt? Ich glaube, wir machen jetzt einfach so weiter, wie wir es jetzt gemacht haben. Bis jetzt hat es geklappt. Und sonst mit einer 3-0-Führung, warum sollte man das Spiel ändern? Selbstverständlich, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Wie sieht das gerade aus? Bist du eigentlich, wenn du jetzt hier gerade wieder auf Bühne spielst und es läuft so gut, funktioniert es gerade einfach? Ist bei euch die Kommunikation besonders gut im Team? Was ist gerade der Schlüssel zum Erfolg bei euch? Ich glaube, gerade funktioniert alles. Ingame fühlt sich gut an. Kommunikation ist auch dabei. Und sonst. Also 3 Punkte Vorsprung für Carico gegen Stage 5. Vielen Dank, Rizex. Nimm wieder Platz. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Match. Und ich würde sagen, wir würden uns mal freuen über einen riesigen Applaus hier vor Ort. Sowohl für Carico und auch Stage 5 Gaming. Insgesamt 3:0 für Carico aktuell. Wir geben nochmal ab in eine kurze Unterbrechung. Und dann starten wir in Match Nummer 4. Bis gleich. Ball für Fabso wird verpasst. Allerdings Freaky, der nochmal nachsetzen kann. Gutes Passing Play. Fabso wird aber abgefangen. Freaky in der Mitte hin raus, da ans Backboard, Rizex fängt das Ding ab und 1:0 von Rizex, gutes Spielzeug, das war ein richtig guter Konter. Jonas, was sagst du dazu? Wunderschön von Kalex hier rausgespielt, kommt vor Millennium an den Ball, spielt gegen das Backboard und Freaky kommt leider etwas zu spät in die Defensive rein und dadurch kann Rizex hier das 1:0 erzielen und Carico führt. Ja, da hat man die Rotation des Gegners überrumpelt, Anstoß. Ja, nach nicht mal 45 Sekunden geht es hier auch schon wieder los. Carico ist in der Defensive. Ball kommt darüber. Freaky versucht da was abzufangen. Allerdings dann hoch und weit bringt Sicherheit für Carico. Koka ins Dribbling. Millennium fängt den Ball allerdings ab, der jetzt über die linke Seite vielleicht noch weiter nach vorne rauspushen kann. Freaky siegt den Ball. Guter Schuss, kann nicht abgewehrt werden. 1:1 von Freaky. Jawoll! Und da ist das Stage 5 Gaming, wie wir es kennen. Millennium mit dem Pass weit in die Mitte zu Freaky und der steht sie unter die Latte. Und hier Fabso kommt zwar noch dran, aber aus der Rückwärtsbewegung extrem schwer zu verteidigen. Kriegt ihn fast noch, aber nur gegen die Latte und er geht trotzdem hinein. Und die Frage ist, sehen wir jetzt den krassen Fight um diese Partie, den wir uns eigentlich schon ganz am Anfang gewünscht haben? Denn es ist ein Matchballspiel für Carico. 1:1 von Stage 5. Das war eine relativ schnelle Antwort hier auf die Führung. Jetzt müssen sie vielleicht allerdings selber mal den Treffer machen, um davon zu ziehen vom Gegner. Millennium geht in den Angriff. Langes Ding über die Seite. Freaky setzt nach, aber Rizex ist defensiv gut positioniert. Kalix an der Mittellinie versucht, was abzufangen. Koka mit Double Tap über die Wand. Nein, Pfosten verhindert das Ganze, dass da noch was passiert. Fabso passt in die Mitte auf Freaky. Der verpasst das halboffene Netz. Na, meine Güte, Zielwasser. Bisschen mehr getrunken hättest du mal lieber. Alles Klärchen. Weiter geht's. 1:1. Ball in der blauen Hälfte. Team Orange Carico ist im Angriff. Millennium bringt den Ball allerdings wieder nach vorne. Mittelfeldgeplänkel ja aktuell. Pinch über die linke Wand. Wir gewinnen nach vorne geschlagen. Und wir haben gar nicht gesehen, wie es passiert ist. Das war wichtig von Millennium. Kommt aus dem Rücken der Defensive. Wir schauen rechts auf Millennium. Und der nimmt da Freaky mit. Dieser Partie 5 laufen. Und dieser Sieg für Stage 5 Gaming, der wäre so wichtig. Der wäre so unglaublich wichtig. Und vielleicht können sie ihn sogar mitnehmen. Und da wird gebammt. Freaky, oh Gott. Jawohl. Freaky kommt über die Seite. Wir schauen uns mal im Replay an. Nimmt den Ball von Rizex weg gegen die Wand. Und dann kickt der Kalix in den eigenen Ball rein. Und Koka kann es einfach nicht verteidigen. Und das Spiel wird gefahren. Ist erst zu Ende, wenn der Ball den Boden berührt. Was auch gleich der Fall sein sollte. Allerdings können die hier 2 Tore nicht mehr machen. Und Kopf kriegt fast nur noch rein. Aber Stage 5 Gaming gewinnt ihr erstes Spiel hier im Grand Final der AMD Masters. Und das war wichtig. Und wir gucken auf die Zahlen. 3 Tore, das ist klar. Aber was haben wir sonst? Wir haben mehr Paraden und wir haben weniger Schüsse. Das heißt, Stage 5 Gaming, was haben sie richtig, richtig gut gemacht? Definitiv, die Defensive hat gesessen. Diesmal war da hinten bombenfest, ja, Beton angemischt und dann nach vorne brutale Effektivität. Ja, wir sehen auch nur 4 Schüsse auf der Seite von Stage 5 Gaming. Die Jungs waren einfach extrem effektiv, haben fast alle ihre Chancen genutzt, hinten gut gestanden, es gab keine Probleme mehr in der Kommunikation. Und so gewinnt man hier ihr erstes Spiel gegen Carico. Aber letztendlich steht es aber trotzdem noch 3:1. Es gibt weitere Spiele und Robin steht jetzt schon bei Freaky und der kann uns bestimmt auch was erzählen, wie es zu diesem Sieg kam. Vielen Dank, Wellen Beethoven. Freaky, der erste Matchball ist abgewehrt.
So, ihr seid endlich zurück. Es hat ein bisschen gedauert gerade. Nach 3 Matches habt ihr jetzt endlich mal so ein bisschen Anschluss gefunden. Warum ist gerade vor allem bei dir der Knoten so extrem geplatzt? Ja, ich muss sagen, ist halt anderes Setup. Man gewöhnt sich dran. Jetzt nach dem 3. Spiel haben wir auf jeden Fall unseren Spielstil gefunden. Und ich denke, das wird jetzt auch der gute Reverse Sweep, ne? Ich sehe hier gerade schon die Blicke so ein bisschen Richtung Carico. Also, kannst du uns vielleicht so ein bisschen generell einen Einblick geben, wie fühlst du dich gerade, wie gut fühlt sich das an, jetzt nochmal zurückgekommen zu sein? Fühlt sich natürlich gut an. 4-0 ist ein ziemlich eindeutiges Ergebnis, deshalb jetzt schon mal das erste Game gewonnen zu haben, gibt einfach nur mehr Motivation. Freaky, ich danke dir für das kurze Interview. Wir sehen uns wahrscheinlich hoffentlich gleich wieder, wenn es dann nochmal der Reverse Sweep geworden sein sollte. Das werden wir natürlich dann gleich sehen. Wir machen nochmal eine ganz kurze Unterbrechung und dann gehen wir ins nächste Match. Carico aktuell mit 3-1 in Führung gegen Stage 5 Gaming. Bis gleich. Ja, und Partie 5 ist in den Startlöchern hier im Finale der AMD eSports Masters bei Sport 1 auf der ISPO München. Und Matchball Nummer 1 wurde abgewehrt von Stage 5 Gaming, aber die rennen hier einem Rückstand in 3-1 in Spielen hinterher. Und Carico ist auch das Team, was hier wieder den ersten Akzent setzt in dieser Partie. Geht in den ersten Angriff, der ist mittlerweile auch schon wieder vorbei. Rizex rüber, hoch, nächste. Der macht viele Ballberührungen. Mann, so eine gewisse Affinität kann man ihm nicht absprechen. Doch Millennium ab nach vorne, wenig Boost, aber hoch und weit. Gelegenheit für Fabso. Macht er den? Nein, er tickelt da rum, aber er ist noch gefährlich. Nein, und noch Freaky. Die Latte. Extrem starker Save von Fabso. Heißt, diese Partie wird auch wirklich besser wieder kontrolliert. Koka über die Decke, der muss abgewehrt werden. Das macht Millennium und das war eine Pflichtaufgabe, die er gut gelöst hat. Trotzdem muss man da dranbleiben. Fabso ins 1 gegen 1 gegen Kalix. Der hat zwar keinen Boost, aber kann den 100er da in der Ecke klauen. Mal gucken, was daraus wird. Da wird getrackt, da wird geschoben und Rizix ver... Ah, da ist es passiert. Aber Kalix balanciert hier in der Luft den Ball auf seinem Auto in die Mitte rüber zu Rizix und der kommt ein Stückchen vor dem Verteidiger dran und kann hier das erste Tor erzielen. Allerdings, wir sehen ein Carico, was wieder in den letzten paar Minuten extrem offensiv, aggressiv war. Die haben das Boost von Stage 5 Gaming weggenommen, die Gegner durch die Gegend geschoben, teilweise zerstört und das macht es extrem schwer, das hier zu verteidigen. Und jetzt haben wir einen Rückstand und nicht mal mehr eine Minute wird gleich noch übrig sein für Stage 5 Gaming, diesen Rückstand aufzuholen. Und es ist, ich erinnere daran, immer noch ein Matchballspiel. Sie müssen jetzt hier irgendwie noch letzte Kraft, Reserven aktivieren, um da nochmal durchzukommen. Kalix setzt sich da wunderbar durch. Der Ball in der Mitte findet aber keinen Abnehmer. Vielleicht einen Konter. Freaky versucht es über rechts, aber der wird abgefangen. Carico geht dementsprechend sofort wieder in den Angriff. Da wird auch schon wieder der Boost geklaut. Sehr wichtig für Carico, die das Ganze jetzt hier tatsächlich einfach, die können den Gegner kommen lassen. Sie haben einfach den Rückenwind und die Zeit, sie haben alles auf ihrer Seite. Definitiv. Aber nur ein Tor Vorsprung. Stage 5. Vielleicht nochmal ein letztes Aufbäumen. Ein guter Pass, aber Millennium hat nicht im Blick, dass er so weit kommt. Kleine Probleme in der Absprache, aber mittlerweile muss Stage 5 jetzt hinten aufmachen. Sie müssen absolut all in gehen und hier versuchen, in den letzten 10 Sekunden dieses Tor zu schießen, um hier noch weiter im Finale mitspielen zu dürfen. So, und vielleicht brauchen sie ein bisschen unsere Unterstützung. Also Jungs, alles nach vorne. Dringend, Fabso bringt ihn rein. Nochmal für Freaky. An die Latte. Nein, Millennium schafft es nicht. Haltet den Ball oben, Jungs. Oben halten. Carico, mithelfen. Der muss oben bleiben. Das darf noch nicht vorbei sein. Nein. Oh, schade. Glückwunsch an Carico, die das Spiel hier 1-0 gewinnen und damit 4-1 in der Serie. Wir haben einen Gewinner der AMD Masters 2019 auf der ISPO bei Sport 1. Ah, das waren nochmal herzzerreißende letzte Sekunden. Ich gehe jetzt erstmal ins Sauerstoffzelt und gebe ganz schnell ab an Robin. Übernimm, bitte. Ich kann nicht mehr. Mann, was war das gerade für eine herzzerreißende letzte Sekunde. Das war wirklich nochmal ein knappes Ding, aber wir haben jetzt ein definitives Ergebnis und wissen, wer hier heute als Sieger nach Hause gehen wird. Ich würde vielleicht sowohl Beethoven als auch Vale bitten, mit nach vorne zu kommen, weil dann machen wir die Siegerehrung gemeinsam zu dritt. Das finde ich sehr, sehr schön, denn
Ich bräuchte natürlich auch Assistenz, dass wir gleich unsere Preise übergeben. Bevor wir aber zum Erstplatzierten kommen, will ich doch mal bitte einen großen Applaus haben für den Zweitplatzierten. Durch das Lower Bracket sich ins Finale gekämpft, gerade noch den Reverse Sweep angesagt. Leider ist es nichts geworden. Einen großen Applaus bitte für Stage 5 Gaming. Kommt kurz nach vorne. Kommt kurz nach vorne. Der Applaus ist für euch. Auch wenn es nicht, da wird sich umarmt. Oh, so viel Liebe von Beethoven. Mensch, hier auch gut, bitte mit mir. Ne? So, gut gespielt, Jungs. So. Schade. Es hat nicht sollen sein, es war sehr, sehr, sehr knapp. Und vielleicht ganz kurz, Fabso, weil wir haben noch gar nicht geredet. Woran hat es gelegen bei dir? So, was war gerade los? Es war so, so knapp, gerade die letzte Sekunde. Es hätte fast noch funktioniert, dass ihr da das Ding reinmacht. Der Ball geht nochmal ins Backboard, es kommt keiner ran. Woran hat's gehapert? Die Gegner haben gut gespielt. Am Ende hatten wir einfach keinen Boost mehr. Ging nichts mehr rein. Es ging nichts mehr rein. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir hoffen natürlich, ihr hattet trotzdem ein schönes Spiel und genießt natürlich noch den restlichen Tag. Einen großen Applaus bitte nochmal für Stage 5 Gaming, unseren Zweitplatzierten. Geh am besten auch einmal durch, lieber Fabso. Und jetzt möchte ich bitte einen großen Applaus hören für unsere Sieger. Sie gehen nach Hause mit 3 neuen Nitro Gaming Backpacks und mit 1.000 Euro Preisgeld. Die Sieger der AMD Masters 2019. Hier sind Kariko! Rizex, Kalex und Koka, herzlichen Glückwunsch erstmal. Koka, komm mal ein Stück zu mir, du hast noch gar nicht mit mir gesprochen heute, bevor wir zur feierlichen Übergabe kommen. Wie fühlst du dich? Was hat heute alles, es hat alles funktioniert bei euch, wenn man ganz ehrlich ist. Wie habt ihr das gerade veranstaltet? Warum wart ihr heute so unfassbar sicher? Ja, wir waren im Qualifying eigentlich ganz gut. Also wir haben gut gespielt und wir sind einfach hergekommen, wollten das Ding halt unbedingt gewinnen. So einfach confident reingegangen. Wir haben zwar ein Game verloren, aber danach haben wir gesagt, komm, jetzt nochmal alles geben. Ja, schlussendlich hat es zum Sieg geführt, also mit 1-0 halt nur. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie sehr hat das Herz gerade gepocht in den letzten Sekunden, als der Ball nochmal so nah am eigenen Tor klebte? Unbeschreiblich, also ich war richtig am struggeln, also ich war so nervös hinten mit 0 Boost und weiß, ich habe nur ins Mikro geschrieben, ich habe keinen Boost, also mein Herz war auf 180. Also. Aber ihr habt es euch verdient. Ihr habt phänomenal gespielt. Einen großen Applaus für unsere Sieger. Wir übergeben euch jetzt, wenn sich vielleicht sowohl Will als auch Arne und als ich jeder einen Rucksack schnappen könnte. Dann übergeben wir nämlich nicht nur eure neuen Nitro Gaming Backpacks, sondern auch noch hier einmal die feierliche Übergabe. Einen großen Applaus für unseren Sieger der AMD Masters 2019. Kariko! Bitteschön, Jungs. Der Applaus ist für euch. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns schon an dieser Stelle live von der ISPO 2019. Und vielleicht noch mal ein paar letzte Worte. Erstmal ein großes Dankeschön sowohl an AMD dafür, dass sie uns dieses Turnier möglich gemacht haben, als natürlich auch an eSports 1 und auch an die ISPO selber. Denn ohne diese drei starken Partner hätten wir dieses Turnier gar nicht umsetzen können. Vielen Dank an euch alle da draußen, die zugeschaut haben, sowohl bei eSports 1 auf Twitch, hier vor Ort natürlich auch. Ihr wart eine Riesenunterstützung für uns alle. Und selbstverständlich auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Team Firewall, die das Ganze mit organisiert haben. Vor allen Dingen natürlich nicht nur an Well und an Beethoven, sondern auch an den lieben Bass, der gerade im Hintergrund steht und hier die ganze Technik mitgemacht hat. Und ich danke noch meiner Produktionsfirma Oyo Base, die das Ganze auch noch mit hier veranstaltet hat. So wie von mir. Ich danke euch beiden natürlich auch ganz sehr. Habt ihr noch letzte Worte, die ihr loswerden möchtet? Vielleicht Beethoven zuerst. Ja. Das war Rocket League, wie es funktionieren kann. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann teilt Clips von diesem Turnier durch die kompletten sozialen Medien, rastet aus und macht mal ein bisschen Lärm für uns, dann können wir das vielleicht nochmal wieder machen, denn wir sind noch so ein bisschen in der Aufschwungzeit, wir brauchen Unterstützung, aber wenn ihr das geil fandet, so wie ich, dann bitte mithelfen und folgt mir auf Twitter. Ah, das war aber charmant. Well, deine letzten Worte. Es war mir eine Ehre. Nochmal vielen Dank an dich, Robin, dass du es alles möglich gemacht hast. Und es war auf jeden Fall ein super Nachmittag hier für uns. Auch das Qualifier hat, glaube ich, auch allen Teams Spaß gemacht. Wir haben super Feedback bekommen und auch danke an alle, die zugeschaut haben. Wir wünschen uns natürlich, dass Rocket League in Deutschland dahin kommt, wo es hingehört, nämlich nach ganz oben. Wir bedanken uns. Das war ein wundervoller Nachmittag. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Das war unsere Live-Berichterstattung von der ISPO. Ciao, ciao.